Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Transcendent 4, der Dennis spielt das hier zusammen auf dem PC. Wir haben heute die Aufgabe, unseren Fernzug bis nach Bremen zu fahren. Eigentliches Ziel dieses Zuges ist Leipzig Hauptbahnhof, aber wir können leider natürlich mangels Strecke nur bis Bremen fahren. Und fahren sollen wir heute den IC. Da aber leider alle IC1 oder beziehungsweise immer mehr IC1 aus dem Verkehr genommen werden, müssen wir heute leider mit diesem Exemplar vorlieb nehmen, den IC2. Und ja, ich würde sagen, wir beginnen damit, unser Zug hier so ein bisschen aufzurüsten. Die Türen habe ich bereits geöffnet. Es ist ein offizielles Fahrplanszenario. Es ist nichts gespawnt oder so. Wir befinden uns aktuell in Oldenburg. Hier ist ein bisschen was los. Wie gesagt, wir haben die Aufgabe, diesen Zug bis nach Bremen Hauptbahnhof zu fahren und von dort an. Dort übernimmt dann ein anderes Zugpersonal und bringt den Zug dann weiter über Verden und so weiter bis nach Leipzig Hauptbahnhof. Ja, wie gesagt, ich würde sagen, wir beginnen damit, diesen Zug weiter aufzurüsten und uns dann gleich auf den Weg zu machen. Dafür verlassen wir den Fotomodus und beginnen damit, wie gesagt, hier den Zug ein wenig weiter aufzurüsten, wobei wir, glaube ich, gar nicht mehr so viel machen müssen. Außer die Zugsicherungssysteme ein. Den müssen wir noch auf einstellen, genau. Aber dann sind wir eigentlich soweit abfahrbereit. Genau, Zugspitzensignale sind auf weiß, sehr schön. Die sind auf normal, das ist auch soweit ein. Genau, ja, da sind wir eigentlich abfahrbereit. Wie gesagt, wir fahren über Delmenhorst. Und Ude, bevor wir dann um 12:05 Uhr in Bremen sind, ein schönes, kurzes, knackiges IC-Szenario. Und fahren werden wir den IC 2039 Leipzig Hauptbahnhof. Wie gesagt, befinden uns hier aktuell in Oldenburg. An diesem wunderschönen Sommermorgen, den 13. Juli 2024, gleichzeitig der vorletzte Tag der Euro 2024, wobei das Finale natürlich morgen erst stattfindet. So, wir sollen noch bis 11:35 Uhr warten, das tun wir natürlich. Vielleicht für Fahrgäste, die sich jetzt die SES ankommen mit dem anderen Zug, die können natürlich jetzt noch zusteigen. Diese Zeit geben wir den Fahrgästen natürlich noch. Also der wird ja auch witzigerweise Teppich-RE genannt. So, eine Minute noch, liebe Fahrgäste. Dann haben wir Ausfahrt. Ist das Signal denn mittlerweile schon auf grün? Oder ist es noch auf rot? Das wird sich hoffentlich gleich ändern, sodass wir hier pünktlich ausfahren können. Aus Oldenburg. Ah, 20 Sekunden noch.
So, wir können jetzt sofort die Türen verriegeln, und zwar jetzt. Und dann sollte sich das Signal eigentlich hoffentlich auf grün umstellen. Tut es sich auch wunderbar. Dann können wir die Bremsen lösen und langsam aufschalten. Muss auch befreien. Wunderschön, wunderschön. Was soll ich machen, wenn die nicht... Wo war denn jetzt hier die Beeinflussung? War ich zu schnell gefahren oder? Wahrscheinlich. Ah, da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Okay, meine Schuld. Alles gut. Ich bin zu schnell gewesen, wahrscheinlich. Wir haben es doch befreit am Anfang. Ich verstehe es nicht. Lassen wir das, bringt nichts. So, nächster Halt Hude. Hier die Klappbrücke. Die auch zu bestimmten Zeiten auch wirklich dann sich bewegt. Das haben wir ja auch schon mal deutlich erörtert in einem Video, wie das vonstatten geht. So, mit 20. Leider ist ja bei diesem IC2 jetzt nicht unbedingt so, dass man damit jetzt unbedingt 200 Stundenkilometer fahren kann. Der hat keine AFB, der hat keine LZB. Ein normaler IC2 hat das ja natürlich sehr wohl. Aber hier unser hat das leider nicht. So, 160 können wir aber auf jeden Fall fahren.
Da sieht man schon, wie die 146 schiebt. Also Wahnsinn. IC 2039 Leipzig Hauptbahnhof. Aber das ist natürlich kein Vergleich zum IC 1. Das muss man auch ganz klar sagen. IC1 ist halt IC1 und da geht auch nichts drüber, meiner Meinung nach. Das hier ist einfach nur Teppich-RE, mehr ist das nicht. So, wieder ein bisschen aufschalten hier, sonst wären wir doch zu langsam. So, dann nehmen wir uns unserem ersten Halt Hude. So, ich bin echt drauf gespannt, wenn der IC1 Steuerwagen da ist mit der neuen BR101. Da bin ich wirklich sehr gespannt drauf, wie sich das fahren lässt. Vor allem bin ich aber erstmal auf den Release gespannt, wann der endlich bekannt gegeben wird. Mm-hmm.
So, willkommen in Delmenor. Ach, Quatsch, in Hude. Sorry. So, da sind wir. In Hude. Sehr schön. Mit unserem IC 2039. Nächster Halt, Delmenhorst. So, meine Damen und Herren, Sie müssen leider warten. Der nächste Zug. Unser ist leider bereits abgefahren. Wunderschön, wunderschön. Also im Gegensatz zu der BR111 ist man mit der 146 hier direkt oder ziemlich fix auf der Geschwindigkeit. Die Beschleunigung ist natürlich eine ganz andere, das muss man schon festhalten. Also welchen IC oder mit oder in welchem IC fahrt ihr eigentlich am liebsten oder lieber IC1 oder IC2? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und wie steht ihr zum IC2 Teppich RE? Wie steht ihr dazu, dass der IC1 immer mehr aus dem Verkehr genommen werden soll oder immer mehr rausgenommen wird? Wie steht ihr allgemein dazu? Schreibt es bitte gerne mal in die Kommentare rein. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren.
Also wenn ihr da Erfahrung habt, schreibt es bitte, bitte in die Kommentare. Mein Gott, wenn Amazon ein bisschen daneben drückt, dann hat man direkt diese Taste mitgedrückt. Das soll ein bisschen schneller werden hier. Wobei wir gleich eh nur 120 nur noch dürfen. Langsamer. Das könnten wir vielleicht sogar pünktlich schaffen, dass wir die Verspätung von gerade wieder aufgeholt haben. Das wäre natürlich klasse, wenn das klappt. Jetzt müssen wir erstmal ein bisschen auf die Bremse. So. So, eine Minute 30 haben wir noch. Das könnte hinhauen. So, willkommen in Delmenhorst. Bahnsteig 2 werden wir anhalten. Das ist dieser hier. Und diesmal sind wir pünktlich, überpünktlich sogar. Die Verspätung von gerade von Hude wieder eingeholt oder aufgeholt vielmehr. Sehr schön. So, haben wir schon alle Karten und so weiter verteilt. Sieht so aus. Die hängt. So, es kommt nach Bremen Hauptbahnhof. Dann wechselt das Zugpersonal. Da fährt der Zug noch weiter bei Verden in Aller, in Nienburg an der Weser und so weiter. Bis zu Bremen sind natürlich noch ein paar Station dazwischen, bis Leipzig meine ich, auf jeden Fall. Aber wir fahren auf jeden Fall bis Bremen. So, wir haben eh noch ein bisschen Zeit hier zu warten. Wie gesagt, jetzt sind wir wieder pünktlich. Verspätung. Schicke Gummistiefel. Oder überhaupt Stiefel. Wir haben die Verspätung wieder eingeholt, die wir gerade in Hude hatten. So, würde ich sagen, wir lösen die Bremse und dann geht's los. Eigentlich, was ist denn jetzt hier Phase? Also geht doch.
So, 10 Minuten sollen wir in Bremen sein. Ist natürlich ein bisschen getrödelt jetzt. Aber vielleicht schaffen wir das hier noch. So, 160. Mehr fahren wir dürfen, können wir eh nicht fahren mit dem Zug hier. Ach, ein Fernzug, endlich mal. Geile Maat. Und dann noch der IC1. IC1. Richtig nice. Ah, sieht man, schicker Autozug. Richtig geil, lauter Neuwagen. Da steht ein Wert rum. Alter Schwede. Da steht wahrscheinlich auch die Lok, die gleich den Autozug bewegt, würde ich jetzt mal so schätzen. Bezüglich der vergangenen Roadmap oder der letzten, mach mal ganz so vorne, bezüglich der in diesem Monat veröffentlichten Roadmap, auf welche DLCs freut ihr euch denn da am meisten, die da so angekündigt wurden? Also jetzt abgesehen vom IC1 Steuerwagen, ich glaube, da freuen wir uns alle drauf. Was ist da so euer Favorit neben dem IC1 Steuerwagen samt der neuen BR101? Was ist da so, ja, das DLC, worauf ihr euch dann so besonders freut, was dort so angekündigt wurde? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Also, es soll ja in den nächsten 4 bis 6 Monaten auch eine neue deutsche Lok, eine neue deutsche Strecke geben. Da bin ich schon echt sehr gespannt, was das wohl sein kann. Ihr könnt ja mal so ein bisschen spekulieren, welche neue deutsche Strecke sich da anbieten würde, die jetzt so als nächstes veröffentlicht werden sollte. Ihr könnt ja mal eure Tipps, eure Favoriten in die Kommentare schreiben. Würde mich auf jeden Fall interessieren. So, jetzt haben wir hier ein bisschen Geschwindigkeitsbeschränkung. Da müssen wir drauf reagieren. Besonders gleich auf die 60. Ah, da kommt ein IC1. Sehr, sehr schön. IC1 versus IC2. Ach, geil. So, wir haben jetzt gleich noch gute 5 Minuten, bis wir in Bremen sein sollen. Ich hoffe, das klappt.
So. Steht auch mit dem Autozug. Befreien. Viel zu schnell schon wieder. So, 4 Minuten noch für 2 Kilometer. Dann fahren wir schön über die Weser. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice. Vorne fährt noch ein dicker Pott. Ach geil. Gerade noch rechtzeitig. Um Gottes Willen. Das siehst du so. Ich hab's auch nicht. Wow, gerade noch rechtzeitig. Das wäre jetzt ganz übel gewesen, weil da hätten wir es auf keinen Fall mehr pünktlich geschafft. So, gleich 50. Viele Quitschis hier auch unterwegs. So, 40 zu erwarten, wobei die jetzt auch nicht mehr wirklich eine groß was ausmachen, weil die natürlich erst nach dem Halt wegsam werden, aber man kennt die PZB, beziehungsweise wir fahren ja auch auf ein rotes Signal zu, deswegen müssen wir eh unter 45 sein, von daher ist das schon gar nicht schlecht, dass wir auf 40 sind. Da stehen jede Menge REs. So, wir fahren hier schön im Bremer Hauptbahnhof ein. Sehr, sehr nice. So, dann kommt jetzt der 500er. Oder jetzt. Und wir schaffen es. Mehr als pünktlich, würde ich sagen. Mehr als pünktlich. Sehr nice. Sehr, sehr schön. Also die Verspätung von Huda haben wir definitiv wieder reingeholt. In Delmenhorst haben wir die schon reingeholt. Bremen Hauptbahnhof, Bremen-Burg,
Ritterhude, Moor Express. Nicht schlecht. Der fährt zum Moor Express. Oder ist der Moor Express? Wie auch immer. Noch nie gehört, aber ja, okay. So, ist der Bremer Hauptbahnhof. Ach, guck mal, da fährt ein Metronom ein. Wie geil. Ach, wie schön. Richtig schön. Zum guten Schluss fährt uns dann noch ein Metronom vor der Kamera. Einfach nur geil. So, wir können die Türen verriegeln, aber wir gehen die gleich nochmal hin zurück. So, das war das. Medaille haben wir jetzt nicht bekommen, warum auch immer, ist eigentlich auch relativ. Ich wollte noch mal hier hingehen. Vielleicht können wir noch ein bisschen spotten. Aber wahrscheinlich. Ach, sieht man, der Moor Express fährt ab. Was auch immer das heißen soll. Wunderschön, wunderschön. Hey! Der fährt weiter. Ich wollte schon sagen, ey, nimmst du uns einfach die Spotterperspektive weg? Hast du einen Arsch offen oder so? Ach, schade. Ach, seht mal, was da hinten reinfährt. Gehen wir da mal hin, würde ich sagen. Das 9 dürfte das sein. Oder das 10 sogar. Da geht es nicht weiter, dann gehen wir hier hoch. Das ist der Flix 1342. Das ist der die RB41. Ach, herrlich, oder?
Also Bremen ist auch wirklich ein wunderschöner Bahnhof zum Spotten. Das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Falls ihr hier vielleicht noch hin wollt, kann ich definitiv empfehlen. Auf jeden Fall ein sehr schöner Bahnhof. Morgen, Mahlzeit. So, der fährt weiter um. Der fährt auf jeden Fall nach Hamburg Hauptbahnhof. Um 12.12 Uhr fährt er ab. Das dürfte jetzt gleich soweit sein. Könnt ihr eine Runde mitfahren, wenn ihr nichts dagegen habt. Köln Hauptbahnhof, Düsseldorf Hauptbahnhof, Duisburg Hauptbahnhof, Essen Hauptbahnhof, Bochum Hauptbahnhof, Dortmund Hauptbahnhof, Münster-Westfalen Hauptbahnhof, Bremen Hauptbahnhof und Hamburg Hauptbahnhof. Ja, ich würde sagen, steigen wir einfach mal ein. Und, nehmen hier Platz. Warten einfach ab, wir pünktlich Ausfahrt haben. So, der Metronom hat Ausfahrt. Und wir haben auch Ausfahrt anscheinend. Sehr schön, sehr, sehr schön. So, ein bisschen spotten hier. Ach geil, einfach geil. So, da vorne ist Ende im Gelände. Ach, schade, das geht nicht mehr.
Das geht leider nicht bei Zügen, die man nicht selber steuert. Aber egal. Das war's auf jeden Fall mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht mir immer gar nichts. Passt auf euch auf, habt eine schöne Zeit. Habt ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Euer der Danny Spieters. Haut rein. Ciao. Servus. Und tschüss.